Oh, ich freue mich auf wie am Fließband. Hilfe, es hört ja nicht auf. Heißluftballon extrem selten, es hört wirklich nicht auf. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es, ja, die ganzen Videos, die sich um die Kapuziner-Padboxen gehandelt haben. Denn heute werdet ihr alle Videos zusammengeschnitten sehen und genau, ich würde sagen, holt euch einen Snack für nebenbei und schaut euch das Ganze einfach genüsslich an. Genau. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Wir können ein genau, ihr sitzt ja hier. Guck mal, wir kaufen jetzt einen Kapuzineraffen und dann müssen wir irgendwie Kisten kaufen. Genau, dann müssen wir Kisten kaufen für Premium-Kiste. Kostet 100 Robux und die hier kostet 300 Robux. Okay. Okay, lass uns mal. Wie viele sollen wir holen, Freunde? Wir holen mal 20 Stück. Wir holen mal 20 Stück. Dann sehen wir ja heute, damit ihr auch ein bisschen was seht. 20 Stück sind, glaube ich, 6.000. 6.000 Dollar gebe ich für euch aus. Easy, kein Problem. Oder sind 6.000 Dollar? Ja, doch. 10 mal 3, 300 sind 3.000. Und ja, mal 2 sind 6.000. Okay. Wir haben jetzt 20. So, wir haben jetzt hier einen Kapuzinerhafen. Also, ein Kapuzinerhafen kostet 300. Und es gibt aber noch so einen Premium-Affen. So einen Kapuzinerhafen. Warte, wir gucken mal. Genau, den hier. Das ist der königliche Kapuzinerhafen. Den kann man nur in dieser Kiste oder aus den Kisten ziehen. Es gibt einen Kompass, der ist auch Legendary. Das heißt, es gibt zwei Legendary-Items, die man hier rausziehen kann. Ah, und ich muss jetzt halt die Items sammeln. Und wenn ich drei selbe Items habe, dann kann ich, genau, einen Kapuzineraffen ausrüsten. So, wir öffnen mal das erste. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich hoffe, ich habe es auch richtig verstanden. So, wir haben eine Sonnenbrille. Ah, wir können es jetzt aussuchen. Selten, selten. Boah, ich will die Hand. Ach, ich habe zwei Gegenstände bekommen. Ah. Ich habe zwei Gegenstände bekommen. Okay, das ist wiederum cool, dass man zwei Gegenstände bekommt. Zweimal Erdnussfreund Kaku Spielzeug, oder wie das hieß. Zu viel brauchen wir den denn aber? Ich weiß jetzt nicht, für wen wir den brauchen. So, wir gucken mal weiter. Oh. Okay, es sind gewöhnliche Pets. So, wir haben jetzt drei Stück von denen. Warte mal, können wir jetzt hier irgendwas... Was brauchen wir denn? Drei Tutus mitbringen. Okay, er braucht drei Tutus. Was brauchst du? Drei Sonnenbrillen. Okay, er braucht drei Sonnenbrillen. Er braucht wahrscheinlich dann drei Handschellen. Kapuzineraffen. Bring ein drei Handschellen. Okay, er braucht drei Handschellen. Hä, was? Was braucht der? Drei Kompasse. Was? Dreimal Legendary Item? Das heißt, das hier ist ja richtig unnötig. Dieses Erdnussfreund-Kaktus-Spielzeug. Das ist ja richtig unnötig, sehe ich gerade. Das brauche ich ja gar nicht. Ja, cool. Toll. So, wir schauen mal. Erdnussballon Seal Pogo. Wir haben schon vier Stück geöffnet und wir haben immer noch nichts Krasses. Das Spielzeug, jetzt haben wir Handschellen zweimal. Was ich aber sagen muss, Freunde, ist, ich finde das Event richtig cool und ich finde es cool, dass man theoretisch nur Bugs ausgeben muss. Versteht ihr, was ich meine? Heißluftballon, okay, den brauche ich aber nicht. Dass man theoretisch nur, ja, Bugs ausgeben muss. Das feiere ich richtig, weil endlich mal ist es so, dass man nicht... Was ist es? Ah, okay. Endlich mal ist es so, dass man nicht nur Robux ausgeben muss. Klar, ich werde doch wahrscheinlich einen Test machen, mit Robux auch öffnen, weil ich das einfach sehen will. Aber, oh, warum leuchtet das so krass? Handschellen. Oh, ich habe jetzt drei Handschellen. Das heißt, wir können jetzt unseren ersten Kapuzineraffen. Ja, und wir haben den. Und ich muss ehrlich sagen, ich feiere den am meisten. Ich feiere den am meisten. Guck mal, wie cool er aussieht. So, wisst ihr was? Ich guck mal kurz im Sammelalbum. Wie heißt denn das Event? Kapuziner-Event heißt das doch, oder? Kapuziner-Jahrmarkt. Und es wird auch immer noch der Kaiser-Gorilla vom Gorilla Far Ground 2023. Okay, okay. Hä, hinter K müsste das doch kommen. Wie heißt der denn? Kapuziner-Jahrmarkt? Da haben wir so, oh, auf Englisch haben die es geschrieben. Super, gut zu wissen. Okay, naja. Kapuziner-Affe in Neon. Rot. Also ich finde den richtig cool in Rot, muss ich sagen. Den hier in Neon. Ja, hat auch was, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's mit denen aus? Ich brauche, oh mein Gott, ich brauche den legendären Kapuzineraffen in Neon. Der ist richtig krass. Okay, der sieht auch krass aus in Neon. Das extrem seltene. Prinzessinnen, ja, rot ist auch in Ordnung. Der königliche. Königliche ist auch gut. Also ich muss sagen, ich feiere die in Neon schon, muss ich sagen. Genau. Warum leuchtet das so stark? Wir machen weiter. Wir haben ja jetzt schon 8 geöffnet. Und einen haben wir schon fertig. Das heißt, wir müssen uns einen neuen Kapuzineraffen kaufen. Handschellen schon wieder. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, die Handschellen öfter kommen. Das heißt, ich glaube, die Handschellen sind das Wertvollste. Ja.
Peitschewurf an kann. Ich kann mir noch keinen zweiten machen. Das ist heftig. Ich kann mir noch keinen zweiten machen. Illusionärwurf. Warte mal. Ich habe jetzt... Hä? Häftlingskappe. Okay. Aber ich habe noch keine... Ich habe noch keine drei weiteren... ich habe noch 9 Boxen zu öffnen und ich habe noch keine 3 weiteren Affen oder 3 weitere Gegenstände, die ich dann mache. Guck mal, Erdnussfreund. Das ist das Gewöhnliche. Ich habe jetzt noch 8 Stück. Boah, ich bin jetzt mal echt gespannt, ob ich überhaupt noch einen Affen hier umformen oder umwandeln kann. Nee, ihr seht's ja schon wieder. Hä? Was ist denn hier los? Seal Pogo. Davon habe ich jetzt schon 6, aber ich will doch nur einen Kapuzineraffen ausschmücken. Zirkusball-Schlittschuhe. Das ist aber jetzt mal... Okay, das ist jetzt heftig, Freunde. Das muss ich euch jetzt sagen. Guck mal, ich öffne ja ohne Pause. Also ich öffne ja die ganze Zeit schon und ich habe bis jetzt nur einen Kapuzineraffen verwandeln können. Das finde ich ein bisschen fail. Also das ist schon ein großer Fail. Also erstmal was Spaß beiseite. Ich habe 15 Erdnussfreunde. Kauk. Was ist denn ein Kauk? Aber noch ein K am Ende, hä? Erdnussballon. Jetzt mal Spaß beiseite. Warte mal. So, ich habe jetzt 20 weitere Kisten geöffnet und ich glaube, wir können uns kein weiteres oder wir können uns keinen weiteren Kapuzineraffen machen oder verwandeln, eher gesagt. Nee, guck mal, der geht nicht. Der geht auch nicht. Ich habe keine 3 Sonnenbrillen. Ich habe keine 3 Tutus. Und ich habe keine 3 Kompasse? Kompässe? Ich weiß es nicht. Aus 20 Kisten sind 6000 Robux. Ich kaufe mal eine Kiste, weil hier kann man ja die Chance. Okay, das ist immerhin besser. Guck mal. 0%ige Chance auf gewöhnlich und ungewöhnlich zu ziehen. Das heißt, guck mal, die ganzen Sachen fallen weg. Das heißt, wir fangen bei selten an. Das heißt, wir ziehen ja hier safe. Okay, guck mal. Hier zieht man ja safe einen der Gegenstände, wo man seinen Affen ausrüsten kann. Aber das kostet auch 100 Robux. Lass uns mal eins öffnen. Vielleicht wird es ja eine Sonnenbrille. Und ich kann. 2 Peitschenwurfanker. Genau diese Items, womit ich nichts anfangen kann. Okay, das ist krass. Das ist hart. Das ist hart. Heute gibt es ein Experiment. Und zwar werde ich 10 von den beiden Kisten öffnen und am Ende schauen, was sich mehr lohnt. Ich kann es aber jetzt schon sagen, was sich mehr lohnt, weil bei dieser Premium-Kiste, die 100 Robux kostet, gibt es halt gewöhnlich und ungewöhnlich nicht. Das heißt, man zieht bei dieser Premium-Box auf jeden Fall Minimum ein seltenes Item. Und mit einem seltenen Item könnt ihr halt, wenn ihr Glück habt, und entweder eine Brille, ein Spielzeughandschellen, also die Spielzeughandschellen, oder wenn ihr dieses Tutu zieht, dann könnt ihr daraus euch einen Kapuzineraffen machen. Oder ihr zieht halt den königlichen Kapuzineraffen, was, glaube ich, nicht so leicht wird. Genau, ich habe bis jetzt noch kein Tutu. Ich habe auch nichts vom... Warte, was brauche ich nochmal für den Geist? Ich brauche ja 4 Sachen. Kompasse, genau. Ich habe auch noch keine Kompasse, die Legendary sind. Das ist ein Legendary Item. Das heißt, mir fehlen noch Kompasse und Tutus. Brillen habe ich schon und ja, einen Kapuzineraffen, der schon hier verwandelt ist. Den habe ich auch schon hier. Häftlingskapuzineraffe. Der ist, glaube ich, extrem selten. Krass. Genau. Ich würde sagen, heute wird es ein Experiment. Ich mache auch immer eine Gegenüberstellung direkt. Also ich ziehe mal eins von denen. Wir fangen mal mit der Standardkiste an. So. Ihr seht 2 Erdnussfreunde, gewöhnlich beides. Hier seht ihr auch hier die Chance. 45% gewöhnlich, 30% ungewöhnlich, 50% selten, 9,5% extrem selten, 0,5% Legendary Chance zu ziehen. Hier ist es immerhin 0% und 0% Chance gewöhnlich, ungewöhnlich. Dann 50% Chance selten, 40%ige Chance extrem selten und 10%ige Chance Legendary. Die 10%, boah, die ist eigentlich krass. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wir kommen zum zweiten Box, die ich geöffnet habe. Denn im anderen Video habe ich auch schon eine
solcher Box geöffnet und ich habe einen Kompass direkt Legendary. Das ist cool. Das wiederum muss ich sagen, ist cool. Also das ist schon erstaunlich. So, wir öffnen die Standardkiste. Also ich glaube, aus den Standardkisten werde ich nicht einmal Legendary ziehen. Ja, schaut mal. Nur Spielzeuge. Nur Spielzeuge. So, Premium-Kiste. Ich habe jetzt für beides, glaube ich, 3000 und 1000 Robux ausgegeben. Also 3000 Bucks und 1000 Robux. Und wir haben den Tutu, sehe ich gerade. Das ist doch cool. Immerhin haben wir den Tutu. Das ist doch immerhin stark. So. Ich habe jetzt... Oh. Ach ja, stimmt. Es war die Premium-Kiste. Habe ich vergessen. Ups. Ja. Aus der Premium-Kiste habt ihr es gesehen. Habe ich wieder ein Accessoire bekommen, was ich brauchen kann. Spielzeuge wieder. Also wirklich, das ist wirklicher Scam. Unsere ersten drei Kisten haben wir jetzt geöffnet und Sonnenbrille. Habe ich jetzt eigentlich drei Sonnenbrillen? Ja, ich habe vier Sonnenbrillen sogar. Das heißt, wir können den nächsten Kapuzineraffen zum schicker Kapuzineraffen machen. Okay. Ja, ja, komm. Verwandle dich. Cool. Hey, ist einfach so. Das sieht aus wie so ein Opa. Wie lustig. Das ist echt lustig. So, wir machen weiter mit der Standardkiste wieder. Lass uns sie öffnen. Handschellen und Sonnenbrillen. Das ist wiederum sehr, sehr cool. Was war die Chance auf selten? 15% und wir haben zwei Items gezogen. Das ist wiederum cool. Ja, nehme ich auf jeden Fall dankend an. Was kriegen wir jetzt in der Premium-Kiste? Eine Sonnenbrille. Habe ich jetzt nicht? Ich habe drei Sonnenbrillen. Ihr wisst, was das heißt. Ich habe... Moment mal, ich habe doch noch einen Kapuzineraffen. Ihr wisst, was das heißt. Komm her. Ja, Mensch, ich möchte dich zum schicken Kapuzineraffen machen. Ich habe jetzt von den beiden zwei. Ach, und die sind ausgerüstet. Das heißt, ich kann theoretisch... Moment. Nee. Hä, warum steht denn da, dass sie ausgerüstet... Also, warum alles ausziehen? Was habe ich ihm jetzt ausgezogen? Irgendwas auf den Schultern trägt er noch, oder? Ne, er hat so einen Mantel noch an. Okay, er hat noch so einen Mantel an. Den Mantel habe ich jetzt einfach ausgezogen, weil ich mir dachte, den brauche ich nicht. Okay, gut zu wissen. Und bei dem ist wahrscheinlich auch irgendwas mit dem Mantel, oder? Gut, egal. So, warte, was muss ich jetzt ziehen? Okay, ich fange jetzt wieder mit der Standardkiste an. Mir macht es richtig Spaß. Also ich muss sagen, also mir macht es ja immer Spaß, Sachen zu öffnen. Aber Freunde, es... oh, ein Tutu schon wieder sehr gut. Aber Freunde, was man hier sagen muss, es kann süchtig machen. Deswegen macht das nicht, Freunde. Ich mache es nur für die Videos, weil ich auch Geld mit den Videos verdiene. Deswegen investiere ich es nochmal neu. Und ich glaube, wir haben jetzt drei Tutus. Ich glaube, wir haben jetzt drei Tutus. Lass mich nicht liegen. Haben wir drei Tutus? Ja. Ganz ehrlich, lass mich doch einmal gucken, wie die Kapuzineraffen in Neon aussehen. Das interessiert mich. Oh, der Mecha-Cup fehlt mir. Den brauche ich noch. Hm. Da haben wir es doch. So, der in Neon. Rot finde ich richtig schick. In Mega-Neon auch okay. Häftling. Oh, Häftling ist cool, finde ich. Häftling ist cool. Sogar auch in Mega-Neon finde ich den richtig cool. Ja, guck mal. Ich finde das richtig schön. Der Schweif. So die Arme, die Beine leuchten alle richtig, richtig schick. Ja, Prinzessinnen-Kapuzineraffe. Ja, rot ist okay. Ich brauche auf jeden Fall den Geister-Piraten-Kapuzineraffen. Den brauche ich. Auch in Mega-Neon sieht der krass aus. Ich muss, glaube ich, mit Kano Danja sprechen. Der sieht ja richtig cool aus. Der sieht ja richtig cool aus. Aber Freunde, nicht so schlimm. Okay. Wir schauen mal, was wir hier kriegen. Zwei Spielzeuge. Warum denn immer zwei Spielzeuge? Na gut, dann öffne ich jetzt die Premium-Kiste. Und wir haben eine Sonnenbrille. Die Sonnenbrille gefällt mir richtig cool. Die ist richtig schick. Wir öffnen wieder die Standardkiste. Spielzeuge. Ey, wenn du aber müde bist, dann geh ab in den Pokéball. So. Wir haben danach nur noch drei. Ich bin mal gespannt, warum leuchtet es so stark auf einmal? Legendary Kompass. Das heißt, Moment mal, wie viel haben wir denn jetzt? Was sind das überhaupt? Sind das Spielzeuge? Was ist das überhaupt, Kompass? Moment. Was ist der Kompass überhaupt? Hä? Oh. Was ist der Kompass? Hallo? Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ach, hier ist der Kompass auch, Claudio. Okay, warte mal.
Ich habe 2 Fahrzeuge bekommen und ich habe es nicht mal realisiert. Nein. Hä? Wie bitteschön ist... Wie cool ist das denn? Freunde, ihr wisst ja, was das heißt. Ihr könnt wahrscheinlich dann wieder bei mir in den Streams dieses Item hier gewinnen, weil ich habe es jetzt 3-mal. Und dieses hier auch, das sind so, oh, okay, die finde ich jetzt nicht so cool, aber doch, die sind schon cool. Aber auf jeden Fall könnt ihr diese beiden Items wahrscheinlich bei mir im Stream gewinnen. Das heißt, Freunde, abonniert mich jetzt mal gerne auf Twitch, denn dort heiße ich auch der Claudio mit 2 Os. Könnt ihr auch am besten in der Infobeschreibung mal nach meinem Kanal suchen. Genau, dort streame ich ja öfters. Also die letzten, ich habe jetzt 2 Wochen nicht mehr gestreamt, aber ich werde bald wieder streamen. Ja, lasst mir einfach ein kostenloses Follow da und dann könnt ihr live im Stream könnt ihr was gewinnen. So, wir machen jetzt weiter und wir kommen jetzt zu den 3 letzten. Wir fangen mit der Standardkiste an. Mir fehlt noch ein Kompass, bitte. Bitte ein Kompass. Kein Kompass. Spielzeughandschein, schade. Standardkiste öffnen wieder. Schade. Dann öffnen wir das wieder. Also die Premium-Kiste. Tutu. Mann! Kann es nicht der Kompass werden, weil ich hätte... Oh, jetzt kommen wir zum letzten tatsächlich auch schon. Mann! Wir kommen jetzt zum letzten. Ich hätte schon ganz gerne noch einen Kompass gehabt für den Geisterpiraten-Kapuzinaffen. Das ist echt schade. Blöd. So, jetzt kommen wir zum letzten, die Premium-Kiste. Die prozentige Chance, was Gutes zu ziehen, ist ja 50% selten, 40% extrem selten und 10% Legendary. Und ich habe bis jetzt, also königlicher Kapuziner habe ich nicht einmal gezogen. Und ich habe ja schon, warte mal, 30 Standardkisten geöffnet und 11 Premium-Kisten habe ich jetzt geöffnet. Also ist jetzt auch nicht ohne, Freunde. Handschellen. Ah, wir haben 5 Handschellen, sehe ich gerade. Ups. Das heißt, wir können ja wieder einen hier zum Häftling verwandeln. Ich habe jetzt, glaube ich, kann es euch aber zeigen. Ich glaube, 2 Häftlingskapuzineraffen, 2 Schicker Kapuzineraffen und eine Prinzessin Kapuzineraffen, die Legend. Oh, die ist ja Legendary, lol. Das heißt, die beiden sind Legendary, also der hier und die. Und die anderen beiden hier sind extrem selten und der hier ist selten. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, Freunde, das war es schon mit dem Experiment. Ja, die Premium-Kisten sind schon besser, wenn ihr euch, wenn ihr die Pets halt verwandeln wollt, weil es gibt ja hier, glaube ich, nur 1, 2, 3. Es gibt 3 Gegenstände, die nicht zu gebrauchen sind. Also sprich, Peitsche braucht ihr ja nicht, wenn ihr es zu einem Pet verwandeln wollt. Den Feuerring-Propeller. Und den Heißluftballon, den braucht ihr auch nicht tendenziell. Das heißt, diese 3 Items braucht ihr nicht. Und die könnt ihr ja ziehen, weil die ja selten sind. Das heißt, hier Sonnenbrille könnt ihr ziehen, Spielzeughandschelle könnt ihr ziehen, Tutu, Kompass und den König-Kapuzinerhafen könnt ihr alle ziehen. Das heißt, die sind wichtig und die anderen sind nicht so wichtig. Ja, ich bin, muss ich sagen, mit der Ausbeute, es geht. Also ich bin relativ zufrieden. Also ich werde wahrscheinlich weitere öffnen, aber war jetzt nicht so... Cool, 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 cool. Und zwar gibt es ja noch die Kapuzinerhafen. Die gibt es leider nur noch 2 Tage und 22 Stunden. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich muss so langsam, noch mehr diese Affen bekommen. Und dementsprechend muss ich, ja, hier Boxen ziehen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich erstmal die Standard-Kapuzinerkisten öffne. Und zwar habe ich mir 50 Stück mit meinem anderen Account geholt. An dieser Stelle wieder, für denjenigen, der das ausrechnen kann. Okay, das ist eigentlich einfach zu rechnen, oder? Hier, das sind, warte, ich sag's euch, einen Moment, das sind 5.000, ja, 15.000. 15.000 nur? Wir haben 15.000 Robux, hab ich hier richtig gerechnet? Wir haben 15.000 Bucks ausgegeben für 50 Standard-Kapuzinerkisten. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Na gut, ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Kisten und ich bin gespannt, weil beim letzten Mal war es ja so, dass wir aus der Premium und dass wir aus den Standardkisten nicht den königlichen Kapuzinaffen bekommen haben, aber den möchte ich heute ziehen und vor allem möchte ich diesen Piraten, Geisterpiraten Kapuzinaffen. So, wir schauen jetzt mal. Das erste oder die ersten beiden sind Spielzeuge. So, wir schauen mal weiter und die anderen sind
Oh, das ist schon mal sehr gut. Wir haben Spielzeughandschellen. Ja, ich sammle 3 Stück wieder davon. Oh. Oder wisst ihr was? Wir machen das am Ende. Wir machen das am Ende. Ganz entspannt. Wir öffnen erstmal so. 2 Kisten geöffnet. Boah, hier ist es immer so richtig hell. Ich verstehe nicht, warum das immer hier so hell ist. Eine Sonnenbrille, das ist doch gut. Eine Sonnenbrille brauchen wir für den schicken Kapuzinaffen. Ich würde sagen, wir öffnen das mal. Ach, nee, hier ist auch nicht. Hier ist auch blöd. Ah, da drüben, da ist doch leer. Weil das leuchtet irgendwie so stark. Ich weiß nicht warum. So. Also wir haben 3 Kisten geöffnet und haben schon 2 Accessoires für die Kapuzinaffen. Das ist schon richtig gut. Hier wieder Spielzeuge. Also von den Spielzeugen, also. Ich verstehe auch nicht, warum die Spielzeuge. Ach, ich meine, gut. Es muss Spielzeuge geben in der Adopt Me, aber ich feiere das nicht, so muss ich ehrlich sagen. Tutu! Oh, Tutu ist sehr gut, extrem selten sogar. Krass. Ja, Freunde, ich versuche auch viel zu öffnen und nicht so viel zu sprechen. Ich meine, das sind 50 Stück. An dieser Stelle, Freunde, lasst jetzt schon mal ein Like und alles Mögliche da. Weil 50 Kisten zu öffnen ist nicht einfach. Boah, ich könnte mir diesen Hut tatsächlich bei vielen Pets gut vorstellen. Moment mal. Lasst. Oh, ich darf jetzt nicht zu viel zeigen. Mach's mal mit dem Hamster. Ach so. Ach, das ist ein Spielzeug. Ich hätte gedacht, das wäre ein Accessoire. Aber gut, wenn es ein Accessoire wäre, dann würde es, dann könnte ich es nicht so in meiner Hand halten. Claudio. Na gut, wir machen weiter. Wir gucken mal. Wieder ein Hut. Ja, wieder Spielzeuge. Oh, ist nicht so schlimm. Ich meine, ich habe 50 Stück. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich aus diesen 50 Standardkisten einen royalen oder einen königlichen Affen bekommen. Aber so, wir haben Handschellen bekommen. Lass mal gucken, was war nochmal die Chance? Die Chance war doch, glaube ich, 0,5% Legendary zu bekommen. Krass. Also entweder Kompass oder den Affen ist eine 0,5%ige Chance. Das tut weh. Brauche ich nicht einen Geisterhut, theoretisch, für den Geister-Kapuzineraffen? Oder was war das nochmal? Nee, Kompass war das. Stimmt, Claudio. Kompass. So, Kompass. War nochmal Kompass. Da, ich habe einen Kompass, okay. Das heißt, ich brauche noch 2. Man muss auch sagen, ich habe 2 oder 3 getradet, weil man kann ja auch damit ganz gut traden. Deshalb, Sonnenbrille. Das ist gut. Wir haben 10 Stück geöffnet. Ihr habt ja schon die Ausbeute gesehen. Ich muss sagen, heute bin ich ein bisschen zufriedener mit der Ausbeute. Weil, ich weiß nicht, was sagt ihr, Freunde? Heute bin ich zufriedener mit der Ausbeute. So, wir schauen mal. Ah, extrem selten Tutu. Tutu ist cool. Tutu ist echt cool, weil. Oh, dann, ja, das sind die Premium-Kisten. Ups. Wir schauen mal. Wieder Spielzeuge. Vor allem auch, ich weiß auch nie, was ich mit den Spielzeugen machen soll. Also, ich verschenke die schon so oft Zuschauern, wenn ich euch sehe. Ich hoffe, ihr freut euch da mehr ein bisschen als DK und ich uns über die Spielzeuge. Aber ja. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wir können sie euch einfach nur schenken. Sonnenbrille. Hm. Hm. Extrem selten Feuerring-Propeller. Habe ich aber auch schon 7 Stück von. So, wir haben schon gleich die ersten 20 geöffnet und wir haben nicht mal 10 Minuten. Also ihr merkt, Freunde, wie schnell packt Claudio bitte seine Spielzeuge aus. Oder die Kisten, eher gesagt, nicht Spielzeuge. Und ich habe ja noch 2 Minuten oder so gesprochen. Ja. Tutu, das ist schon mal gut. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt. Ne, wir haben 2 Stück gezogen, aber ich glaube, ich hatte noch 1 oder so. Ich glaube, ich kann jetzt auch schon ein. Okay. Hm, hm. Hm. Jetzt kommt das 20. 20 Stück geöffnet. Steht nicht im Chat die ganze Zeit bei den anderen. Dann, oh, Claudio öffnet. Steht das nicht im Chat? Ich weiß es gar nicht mehr. Lass uns mal schauen. Accessoires. Ich habe 5 Tutus. Gut, das heißt, ich kann mir schon eine machen. Also eine Kapuzineraffen. Prinzessinnen-Kapuzineraffen war das, glaube ich. So, wir haben 20 Stück geöffnet. Aber wir öffnen weiter, Freunde. Denn ihr wisst ja, wir hören nicht auf. Ich finde aber cool, das muss ich sagen, dass man das hier mit Bugs erspielen kann. Also erkaufen kann. Aber das Problem ist auch, Bugs sich zu erspielen, dauert ja auch extrem lange. Das Gute ist, wie gesagt, dass ich auf 4 oder 5, teilweise, nee, 4 Accounts zocke ich aktuell, auf 4 Accounts spiele. Das heißt, auf den anderen Accounts habe ich immer so 30.000, manchmal 40.000, wenn es gut läuft, 50.000 rumliegen. Das heißt, ich kann mir dann sowas immer relativ spontan holen, wie auch hier mit den Seitenbeuteln. Ich weiß, dass ich auf den anderen Accounts auch noch
viele Seidenbeutel rumliegen habe, deshalb ist das kein Problem. Weil ihr seht ja hier zum Beispiel, ich habe hier 34 Stück. Einfach so. Mann, ich würde mich aber jetzt über einen legendären... Wir haben nicht mal den Kompass bekommen. Moment. Wir haben nicht mal den Kompass bis jetzt bekommen. Das hatten wir doch beim letzten Mal immerhin, oder? Das ist aber wack. Das ist richtig wack, Freunde. Also wirklich schlecht, weil... 22. Das heißt noch 2 Stück, dann haben wir 30 Stück geöffnet. Tutu schon wieder. Das ist cool, wir kriegen das Tutu, das ist immerhin cool. So, wir öffnen jetzt das 30. Also wir öffnen jetzt die 30. Kiste. Und haben kein Legendary bekommen. Wir haben nicht mal den Heißluftballon oder... Was war das andere nochmal? Doch, den Propeller haben wir, aber Heißluftballon haben wir nicht mal bekommen. Ich habe noch 20 Stück. Und da das in 2 Tagen ausläuft, werde ich halt... Ja. Die ziehen. Also ich werde... Die Kisten öffnen, weil ich möchte ja die Affen. Ich möchte so viele Affen haben wie nur möglich. Okay. Freunde. Ich weiß ja nicht, aber... So langsam mache ich mir echt Sorgen, weil ich ein Legendary Item oder ein Pets gerne hätte. Vor allem, ich hätte gerne 2 Legendary Kompasse? Ich hätte gern 2-mal den Kompass, sagen wir so, so ist es einfacher. Weil da kann ich mir endlich den Geister Kapuzinerhafen holen. Piraten-Kapuzinerhafen? Ey, das, warte mal. Das ist krass. Also ich werde, also wenn ich jetzt wirklich nicht ein Legendary Pet bekomme, ne, dann werde ich Dike schreiben und ich glaube, Dike wird... Ja, Heißluftballon. Immerhin haben wir den Heißluftballon bekommen. So, jetzt haben wir den 4-mal. Den kann ich auch übrigens verschenken, Freunde. Standard-Kapuziner-Kiste. Was gibt's doch nicht. Freunde, wir haben genau jetzt erst 10 Minuten. Und das heißt, wenn ihr das seht, habe ich über 30 Kisten für euch geöffnet. Und es sind nur 10 Minuten vergangen. Also vielleicht, für euch ist es wahrscheinlich ein cooles Video, weil ihr die ganze Zeit seht, wie ich hier ohne Ende Kisten aufmache. Wahrscheinlich werdet ihr sagen, oh, das ist cool, Claudio, kannst du ruhig öfter machen. Aber für mich ist das so, meh. Ich will mal einmal hören, wie das mit Sound sich anhört. Ich sollte gleich beim nächsten Mal Sounds anmachen, weil hier ist eine coole Musik im Hintergrund zu hören. Aber ich glaube... gewöhnlich. Ich glaube, die Musik ist nicht so, also ist nicht so stark, aber warte mal. Aber die Geräusche sind halt cool, wenn man das aufgeht, also wenn das aufploppt, das ist cool. Wir haben 40 Kisten geöffnet. Wir haben nicht ein Legendary Item bekommen. Neun. Nein, bitte nicht. 8. Komm schon, bitte. Ein Legendary Item. Komm schon. Sonnenbrille. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das bringt mir hier Pech. Ich gehe mal in die Mitte. Vielleicht klappt es ja hier bei den Leuten. So. Vielleicht klappt es ja hier bei den Leuten. Ja, ein Heißluftballon. Schaut mal, immerhin ein Heißluftballon. Handschellen, ja. Sind okay. Handschellen und Erdnussballon. Das gibt's doch nicht. Ich werd echt traurig gerade. Noch 3 Kisten, Freunde. Ich glaube es gerade nicht, ne? Noch 2 Standardkisten. Ich weiß, die Chance ist 0,5. Aber aus 50 Kisten nicht ein einziges zu ziehen. Jetzt kommen wir zum letzten, nämlich.
Okay, das tut weh, Freunde. Das tut richtig, richtig weh. Wir gehen aber jetzt mal hier hin und kaufen uns mal Kapuzinerhafen. Wir schauen mal, wie viele wir jetzt machen können. Also hier verwandeln können. Wisst ihr, was ich meine? So. Hä? Habe ich keine drei Handschuhe? Drei Handschellen? Ich hab 8 Handschellen. Was soll das? Ja. So. So. Wie viel habe ich noch? Ah, ich habe nur noch 2 Handschellen. Schade, okay. Das heißt, ich habe jetzt 2 Gefängniskapuzineraffen mir machen können. Ja. So. Wir haben einen schicker Kapuzineraffen. Ja. So, wir schauen jetzt mal. Oh. Wie? Das war's? Ne, ich kann doch noch mehr machen. Okay, gut. Ey. Hallo? Kapuzinerhafen. Genau, das spinnt ein bisschen, weil ich zu schnell bin, glaube ich. So, wir schauen jetzt mal, ob wir noch einen machen können. Okay, ich glaube, ich habe keine 3 Sonnenbrillen mehr anscheinend. Lass uns mal schauen. Ja, ich habe nur noch eine Sonnenbrille. Wir gehen... Was ist das denn? Schicker Pulli. Okay, wir gehen jetzt mal aber zum Prinzessinnen-Kapuzinerhafen. Also, wir gehen jetzt mal zur Prinzessinnen-Kapuzinerhafen. Und schauen mal, ob wir jetzt hier von welche machen können. Aber ich weiß aber, dass wir Minimum 2 machen können. Sehr gut. Können wir eine dritte machen? Also können wir eine dritte Prinzessin in Kapuzinerhafen machen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe nicht geschaut. Nee. Das war's, oder? Tutu, wir haben nur noch ein Tutu. Das Schlimme ist... Nee, brauche ich gar nicht fragen. Das Schlimme ist... ich hatte ja noch... Ich glaube, 1 oder 2 Tutus vorher von mir gab. Das heißt, die Ausbeute passt sogar so ganz nicht. Das heißt, ich habe 2 Prinzessinnen-Kapuzineraffen bekommen, 3 schicker Kapuzineraffen und 2 Häftlingskapuzineraffen aus 50 Standardkisten. Ich werde das Ganze nochmal hochladen, Freunde, und werde mir diese Premium-Kisten kaufen. Aber ich werde hier, glaube ich, keine 50 machen, sondern... 30 solcher Premium-Kisten geholt. Warte, wo sind die Premium-Kisten? Genau, 30 Stück solcher Premium-Kisten. Das sind 3000 Robux. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie viel 3000 Robux wert sind oder wie viel Geld das kosten würde. Genau, Freunde, 3000 Robux. Ich würde jetzt sagen, die öffnen wir, aber nicht auf diesem Account, sondern wir werden das Ganze auf dem anderen Account öffnen, also auf meinen zweiten Account, weil, ihr seht ja hier, schaut mal, hier, ich habe hier 31 Kisten und... Ich habe auf dem Account halt nur Eggs und 5 Sattelrobben. Ich habe die ganzen anderen Pets jetzt auf den anderen Account gemacht, weil jetzt kann ich dadurch sehen, ja, welche Pets mir, was heißt fehlen, welche Pets ich bekomme und welche nicht. Also hier kann ich einen besseren so Abstrich machen. Ich würde sagen, ich trade nochmal diese ganzen Spielzeuge auch nochmal rüber und alles andere auch, so Klamotten und so, damit ich einfach mal genau sehen kann, was ich bekomme und was nicht. Wir sehen uns gleich. Okay, Freunde, es geht jetzt weiter. Ich habe mein Inventar geleert. Hat ziemlich lange gedauert. So, ihr seht jetzt, ich habe bei Geschenken nichts mehr. Bei den Fahrzeugen nichts mehr. Und wo war das noch? Ich glaube, bei Spielzeugen habe ich nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt wirklich sehen, was ich aus... Oh, ups, sorry, aus 31 Kisten bekommen werde. Ich bin jetzt mal gespannt und freue mich auch schon drauf, muss ich ehrlich gestehen. Es ist ein Tutu und ein Peitschenwurfanker. Also, wir gehen mal... Wisst ihr was? Wir gehen mal auch zu dem Spot hin, weil... Ihr wisst ja, Freunde, hier sieht es doch cool aus, wenn man hier öffnet tatsächlich. Oh, da steht auch noch mein Claudio-Account noch. Ups, was mache ich denn hier? Ich bin ja jetzt 2-mal hier, lul. Nein, Freunde, 0%ige Chance, was selten zu bekommen und 0%ige Chance, etwas Ungewöhnliches zu bekommen. Das heißt, wir fangen ab selten an. Und das heißt, ab der Sonnenbrille fangen wir an. Wir können die Peitsche ziehen, den Feuerring-Propeller und den Heißluftballon, das sind Items, die gehören nicht zu den Pets. Also damit können wir keine Pets bekommen. Sagen wir es mal so. Warte mal, wie viele Items gibt es überhaupt? Ich zähle mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Ja, 8. Es gibt 8 Items, die ich bekommen kann aus diesen Premium-Kisten. Das ist aber wiederum krass. So, ich würde sagen, ich öffne die ganzen jetzt mal hier. Ist doch ein bisschen ungewohnt, mich mit diesem Skin, also mit diesem Account zu sehen, oder? Was sagt ihr, Freunde? Ich bin jetzt mal gespannt. Und Wurfanker und Peitschen. Ne, Sonnenbrille und Peitschenwurfanker. Gefällt mir jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Aber wir öffnen weiter.
So 31 Stück, also 3000 Robux auch dafür ausgegeben. Ist schon heftig. Freunde, ich muss sagen, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich bis jetzt noch auf keinem Account die Premium, also den Kapuzineraffen bekommen. Ich öffne das jetzt mal auf dem Account, weil ich einfach hoffe, dass vielleicht Adopt mir auf einen inaktiven oder nicht so aktiven Account vielleicht bessere Sachen gibt. Aber ihr seht es, ich glaube, dem ist nicht so. Zweimal Tutu, finde ich gut. Finde ich gut. Und am Ende werden wir halt schauen, was wir alles damit holen können. Das wird auch lustig. Lass uns mal schauen. Heißluftballon. Freunde, ich komme gerade auf eine spontane Idee. Ich habe ja 4 fertig... Warte, das testen wir gleich. Das testen wir gleich. Ich habe ja, ich erzähle es euch mal, ich habe ja 4 ausgewachsene Kapuzineraffen schon fertig. Wenn wir die nehmen und theoretisch verwandeln... Nee, ich glaube, dann muss man die wieder von vorne erwachsen machen, oder? Nee, ich glaube, ich sollte das lieber nicht testen. Aber egal, Freunde, wir haben jetzt 7 Stück geöffnet und bis jetzt haben wir immer noch kein Legendary Pet bekommen. Das tut echt weh. Ey, krass. Wir haben immer noch kein Legendary bekommen. Und das war gerade eine Kiste, wo ich einfach gar nichts bekommen habe für die Affen, also was wertvoll ist. Ey, das ist heftig. Jetzt mal wirklich, ich öffne hier wie, keine Ahnung, wie ein Weltmeister und ich kriege einfach gar nichts. Das ist, das, okay, immerhin der Kompass, der ist cool, ja, der ist cool, aber ich würde auch gerne, ganz ehrlich, so, das war jetzt unser 10. Das war unsere 10. Box, jetzt kommen wir zur 11. Box schon. Boah, das tut weh. Sonnenbrille. Hä, was ist denn die Chance auf Legendär? 10% ist sogar die Chance auf Legendär. Was soll das denn? 10% ist sogar die Chance auf Legendär. Was passiert hier? Nein, oder? Also, jetzt mal Spaß beiseite. 18, wir haben noch 18 Premium-Kisten, das gibt's doch nicht. Guck mal oben, ob das... Hä? Freunde, ich werde so langsam, werde ich echt traurig. Der zweite legendäre Kompass, ja, freut mich. Ich habe schon 2, das freut mich richtig. Aber ich glaube, ich sollte eigentlich das Experiment nicht machen mit diesem Affen, weil... Ich weiß ja nicht. 2 extrem seltene Sachen haben wir bekommen, das ist gut. Ey, wir haben bis jetzt nicht einmal den Affen bekommen. Leute. Sonnenbrille. Am Ende zählen wir zusammen natürlich, aber ich bin gerade ein bisschen schockiert. Also ich bin auch gerade etwas leise. Oder ich habe gerade einfach, weil mir die Worte einfach wirklich fehlen, habe ich gerade nichts gesagt. Aber guck mal, weil, Freunde, ihr seht es ja hier schon. Guck mal, wir haben jetzt 20 Kisten schon geöffnet. Jetzt kommen wir zur 21. Kiste. Ah, der dritte Kompass. Das ist cool. Das ist cool. Aus 20 Kisten haben wir 3. 3-mal den Kompass bekommen. Das ist immerhin stark. Also das muss ich sagen. Das ist immerhin echt stark. Ja. 3-mal den Kompass aus jetzt... Klar, 22 Kisten, aber trotzdem ist schon gut. Das muss ich ehrlich sagen, das ist eine gute Ausbeute. Klar, ich würde mich über den Affen nochmal freuen, aber den kriege ich einfach nicht. Ey, ich kann echt froh sein, dass Danja und Kahn mir den Affen schenken oder diesen königlichen Affen gegeben haben, weil ich kriege den einfach nicht. Ich kriege den einfach nicht, schaut mal. Die Chance, den zu bekommen, ist 10% und ich kriege den einfach nicht. Ich habe 3-mal den Kompass bekommen, ich kriege aber den Affen nicht. Nee. Ey, das ist heftig. Das ist aber ja mal richtig heftig. Nope. Okay, das tut ein bisschen weh gerade, muss ich ehrlich sagen. Oh, endlich. Freunde, ich darf auch nicht zu laut schreien. Mein kleiner Bruder schläft im Nebenzimmer. Deswegen will ich nicht zu laut schreien. Aber ich hab ihn endlich, den legendären königlichen Kapuzineraffen. Und da steht er auch schon. Cool. Ich meine, ich hatte den schon davor von Danja und Kahn, aber trotzdem. Jetzt habe ich den nochmal selber gezogen. Leider nur auf meinem 2. Account, aber ist auch nicht so tragisch, finde ich. So. Ja, ist auch gut. Ist auch gut.
So, noch drei Kisten. Danach werden wir endlich zählen, was wir alles bekommen haben. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt öffnen wir gerade die 30. Kiste. Hm, okay, und jetzt kommen wir zur 31. Kiste. Zur letzten Kiste kommen wir jetzt. So, mal schauen. Schade, zweimal selten noch. Freunde, was ich aber jetzt schon mal sagen kann, ist, ich habe viermal Legendary Items bekommen. So, ich habe viermal Legendary Items bekommen. Einmal den königlichen Kapuzinerhafen. Und was ich weiß, ist, dass ich... Wo ist der eigentlich? Hä? Wo ist der Kompass hin? Kompass? Hä? Wo ist der Kompass hin? Wo finde ich den Kompass? Ach, hier. Ich habe dreimal den Kompass bekommen. Also aus 31 Premium-Boxen haben wir dreimal den Kompass bekommen und einmal den königlichen Kapuzinerhafen. Die Chance, den zu bekommen, war ja 10%. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Also ich finde das sogar gut, muss ich ehrlich sagen. Klar habe ich auch dafür 3000 Robux gegeben, aber wir können das mal gucken. So, ich habe dreimal den Kompass bekommen. Dann habe ich 12 Peitschenwurfanker bekommen. 9-mal feurigen Propeller. Den kann ich euch auch ab und zu schenken. 12-mal den Spiel, also die Spielzeughandschellen. Das ist auch stark. Ja, das ist wirklich stark. So, beim Auto haben wir 6-mal den Heißluftballon bekommen. Ich meine, für euch ist das gut, weil ich werde den wahrscheinlich bei Challenges euch schenken, bin ich ehrlich. Dann haben wir 12-mal die Sonnenbrille bekommen. Da dann halt die königlichen Kapuzinersäbelanstecker, also die Sachen, die der königliche Kapuziner auf anhat. 7-mal Tutu. Und das war's schon. Ja, das war's. Das war's. Genau. Ich finde aber also ich muss ehrlich sagen, es ist schon eine gute Ausbeute. Ich gehe mal kurz mit meinem zweiten Account hier und ich schenke mal meinem Account jetzt mal einen Kapuzineraffen. Oh, ich merke gerade, ich habe keinen Kapuzineraffen, der ausgewachsen ist. Ups. Hä? Ich hatte doch Kapuzineraffen, die ausgewachsen sind. Warum finde ich die denn nicht? Aber es ist nicht so schlimm. Das verwundert mich gerade. Das verwundert mich echt gerade. Na dann. So, hier haben wir den ersten Kapuzineraffen. Ich würde sagen, den machen wir jetzt... Warte mal. Wobei nicht. Ich glaube, ich muss eigentlich... Das muss ich ja mit der Claudio-Account machen, weil... Ich will den dann mit der Claudio, also mit dem Claudio-Account hier zum Geister-Piraten-Kapuzineraffen machen. Und zwar, ich sag's euch warum, schaut mal. Und zwar, weil hier steht ja noch 0. Das heißt, geschlüpft steht dann hier. So. Das heißt, wir machen den jetzt mal zum Kapuziner. Hä? Hallo? Ja? Und wir haben den zum Kapuzineraffen gemacht. Zum Geister-Piraten-Kapuzineraffen. Weil ich zeig's euch jetzt mal, schaut mal. Weil wenn ich jetzt wieder da hingehe und eingebe Kapuziner, dann sehen wir, dass wir jetzt alle haben und schlüpft 0. Du hast dein erstes Pirate Ghost Kapuzineraffen adoptiert. Ach so. Schade, ich dachte eigentlich, dass wir den... dass da geschlüpft, dass bei geschlüpft 1 stehen würde, aber da steht ja 0. Ach, bei allen steht 0. Okay, weil man die halt verwandelt, steht bei allen 0. Weil, Freunde, normalerweise steht es ja hier, ich zeig's euch mal, wenn wir mal auf Ameise klicken, steht ja hier geschlüpft 12. Dann zeigt er sogar an, wie viele wir geschlüpft haben. 5 Katzen haben wir geschlüpft. Ich hab doch safe mehr Katzen geschlüpft. Aber ich glaube, weil ich mein, weil ja mein Account gehackt wurde, wurde das wahrscheinlich alles zurückgesetzt. Könnte ich mir vorstellen, weil ich habe safe mehr als 5 Katzen aus den Eiern schlüpfen lassen. Safe. Auch hier Ameise oder Maus bin ich mir nicht sicher, aber hier Hund. 9 Stück niemals. Also alleine schon, dass ich den Mega-Neon-Hund hatte, sagt ja schon, dass ich den 16 Mal haben musste. Und ich habe den mir nicht 16 Mal getradet, sondern ich habe den schlüpfen lassen. Das ist ein bisschen fail. Ja. Na gut, aber ist nicht so schlimm. So, wir gucken jetzt mal. Dann gehen wir jetzt mal rüber und gucken mal, wie viele Prinzessinnen-Kapuzineraffen wir machen können. Ja, ich möchte den verwandeln. Komm schon. Richtig stark sieht der aus. Also ich finde den richtig, richtig schick, ey. Richtig, richtig schick. Richtig schick. So, wir gucken mal, ob wir noch einen machen können. Aber ich meine ja. Ich hatte doch irgendwie 7 oder 8 Tutus, oder? So, und da haben wir den nächsten schon. Richtig, richtig stark. Wir haben jetzt nur noch ein Tutu, das stimmt. Wir haben jetzt 12 Sonnenbrillen. Das heißt, wir können 4 Pets machen. Ey, das ist aber, muss ich sagen, gut. Weil, so, ich kaufe mal kurz mit Claudio-Account. Hier mir noch mehr Affen. Ich schicke mal kurz eine Trading-Anfrage. Ich mache es mal jetzt lieber so. Dann geht's schneller. Ich merke gerade, aber ich habe jetzt richtig... Das Problem ist, Freunde, ihr müsst wissen, ich dachte eigentlich, heute würde das Update ablaufen. Also heute würde das Update rauskommen, aber das Update kommt anscheinend jetzt immer freitags um 16 Uhr raus, was ich nicht verstehe, aber es ist auch okay, muss ich ehrlich sagen. Genau, das heißt, ich habe mir jetzt noch ganz, ganz viele Boxen und so weiter gekauft. Also es bleibt nicht bei diesen 30 Premium-Boxen, sondern es kommen weitere Boxen auf euch zu. Ich habe jetzt, glaube ich, zu viele Affen mir geholt. Und ich muss ich auch gestehen, gestern noch off
Stream, also ohne ein Video zu machen, habe ich noch weitere Boxen geöffnet, weil ich, wie ich gesagt habe, dachte so, oh, die Affen wird es bald nicht mehr geben, aber falsch gedacht, Claudio, die Affen wird es noch geben. So, das ist ja der mit der Sonnenbrille, ne? Das heißt, okay, den holen wir jetzt nochmal. Den können wir, glaube ich, viermal holen, ne? So, einmal. Dieses Reden nervt zweimal. Viermal. Fünfmal. Hä? Hat er gerade ohne? Okay, ich glaube, das war's jetzt mit dem, ne? Warte mal kurz. Ich habe keine mehr. Okay, hier habe ich auch keine mehr. Was habe ich denn aber noch? Ich habe Handschellen. Das heißt, ich kann mir noch weitere vier Äfflingskapuzineraffen machen. Oh, ich habe echt zu viele. Ich glaube, ich kann fast alle Pets von denen zu Meganeon machen. Das ist natürlich, das tut natürlich ein bisschen weh. Das tut natürlich ein bisschen weh, weil das ein bisschen zu viel ist, muss ich ehrlich sagen. So, wir kaufen uns mal die letzten beiden jetzt selber. Okay, ich glaube, jetzt müsste es aber fertig sein. Schaut mal. Ja, das war's jetzt. So, wir schauen jetzt mal. Ich habe 1, 2, 3, 4. 4 Häftlingskapuzineraffen, 4 schicker Kapuzineraffen, 2 Prinzessinnen-Kapuzineraffen, einen königlichen Kapuzineraffen und einen Geister-Piraten-Kapuzineraffen aus 30 Premium-Boxen bekommen. Also, das ist wiederum richtig krass. Also, das heißt, wir haben richtig. Also ich finde, wir haben richtig Plus gemacht. Klar, 3000 Robux sind viel Geld, Freunde, muss man ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, schaut euch lieber meine Videos an, statt euch das selber zu machen. Und zwar werden wir heute 100 Petboxen öffnen. Also es sind die Standardboxen hier. Ich zeige es euch mal. Es sind die Standardboxen hier. Für 300 kriegt man eine. Und ich habe mir 100 Stück geholt. Es war ein kleiner Fail, weil ich dachte eigentlich, das Event würde ablaufen jetzt schnell. Aber das Event geht noch einen Tag und eine Stunde. Das heißt, also gestern bin ich ehrlich. Also gestern war Mittwoch und gestern stand dort irgendwie so 22 Stunden. Da habe ich mich ganz schnell noch mir gedacht, so ey, Claudio, am nächsten Tag wirst du ein neues Video machen oder neue Videos machen dazu. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, oh, das Ganze geht ja noch einen Tag. Naja, egal. Freunde, kurz mal Werbung an der Stelle. Und zwar hat Danja mir diese wunderbare Tasse zukommen lassen. Und ich bin ehrlich, das ist meine neue Lieblingstasse. Das Gute ist auch daran, oder das Coole ist, das kann einfach in die Spülmaschine. Also schaut euch mal gerne mal das... Hier, schaut mal, vorne ist einfach Danja. Und hinten steht tatsächlich auch nochmal Danja drauf. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich finde die Tasse richtig, richtig cool. Checkt das Ganze einfach mal ab. Ich verlinke euch mal in der Beschreibung den Merch von Danja. Und zusätzlich gibt es da noch ganz, ganz viele andere Sachen. Deswegen checkt das Ganze einfach mal ab. So, jetzt kommen wir aber zum Video. Und zwar werde ich das Ganze nicht auf diesem Claudio-Account machen, sondern ich werde das auf meinem zweiten Account machen. Denn wie ihr sehen könnt, ist dieser leer. Ich zeige es euch mal. Schaut mal hier. Keine für, was ist das? Petware, also keine Pet-Sachen, keine Pets hier. Hier sind nur Eggs und 5 Sattelrobben. Keine Kinderwagen, keine Fahrzeuge, ja, und hier keine Spielzeuge. Das heißt, alles aus diesen 100 und, oh, das sind sogar 108 Kisten, werden wir dann, also aus den ganzen 108 Kisten, werden wir dann merken oder dann sehen, so, ey, das habe ich alles daraus bekommen. So, ich sage hier, warte mal, wir öffnen mal kurz. Okay, es sind 2 Spielzeuge. Ach, so, Freunde, das wird jetzt aber ein bisschen lange dauern, erstens, und zweitens, das wird richtig, richtig lange dauern. Ich glaube, das wird ein XXL-Video. Ich versuche das Ganze natürlich für euch schnell zu öffnen. Also ich will mir jetzt nicht so viel Zeit lassen. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich ab und zu mal nichts sage. Und ich bin einfach nur gespannt, wie viel wir aus diesen 108 Boxen ziehen werden. Genau. So. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich viel, also ich werde, glaube ich, hier viele, viele, viele Spielzeuge bekommen. Weil ihr seht sie auch hier schon. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Stück oder 5 Stück geöffnet und aus jedem war immer ein Spielzeug dabei. Ich glaube, auch hier das Legendary Pet zu bekommen oder auch ein Legendary Item zu bekommen, ist richtig, richtig gering. Denn die Chance, ein Legendary Item zu bekommen, ist ja, glaube ich, 0,5%, genau, also fast unmöglich eigentlich. Also, das ist schon hart. 0,5 ist schon sehr, sehr hart. Ist ja nicht mal 1%, so. So, versteht ihr? Aber wir öffnen mal. Das Gute ist bei solchen Sachen, Freunde, müsst ihr wissen, also ich habe jetzt sehr, sehr viele geöffnet. Das heißt, wenn wir weitere Events, also was heißt Events, wenn wir weitere Videos mit euch Zuschauern machen, also DK und ich meistens, dann werden wir euch auch viele Sachen hier schenken von den, von den Kisten. Weil ich finde eigentlich, das Fahrzeug ist ganz cool oder dieser Luftballon, Heißluftballon, der ist cool und ich glaube, ich habe den über 10 Mal. Das heißt, den werdet ihr noch in weiteren, weiteren Videos gewinnen können, sagen wir es mal so. Genau.
Okay. Boah, ganz ehrlich, ich hätte eigentlich nebenbei mir noch ein Video anmachen können und das nebenbei schauen können. Ah, ich hab einen Propeller gerade bekommen, ihr habt es gerade gesehen. Weil ich glaube, das wird echt lange dauern, weil am Ende krieg ich schon so einen Krampf in den Fingern, weil ich so viel öffne. Aber ich muss bis jetzt sagen, also ich finde die Premium-Kiste tatsächlich besser. Klar, die kosten auch dementsprechend 100 Robux, aber ich finde es gut, dass sie die angeboten haben. Aber ich finde, bei sowas hätte ruhig Adobe ein bisschen großzügiger sein können und die für 50 anbieten können. Ich meine, 100 ist auch noch okay irgendwo, aber 100 ist auch schon viel. Das Gute ist, es gibt halt bei den Premium-Boxen dann nur 3 Items, die nicht relevant sind für die Pets. Das ist immerhin gut. Aber ich finde, für 50 wären die noch besser, weil dann würden die, glaube ich, noch mehr weggehen. Aber ja, ich finde es auch gut, dass sie hier die Kisten für 300 Robux angeboten haben. Was aber Adobe, glaube ich, manchmal nicht bedenkt, ist, dass 300... Die Kisten, die normalen Kisten kosten ja 300 Bucks, meine ich. Die normalen Kisten würde ich aber auch nicht für 300 Bucks raushauen, sondern für 100 Bucks, bin ich euch ehrlich. Weil, ihr seht ja hier, ich ziehe sehr, 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 sehr viele Spielzeuge. Das heißt, und 300 Bucks sind nicht so einfach zu verdienen. Also für jemanden, für mich, der mit 4 Accounts spielt, ja, dann schon. Dann ist es nicht mehr so viel. Aber für andere Leute, die nur auf einem Account zocken, sind 300 Bucks schon viel. Weil ihr müsst ja wissen, ihr benutzt ja die Bucks, um euer Haus einzurichten, um Sachen zu kaufen, um Eggs zu kaufen und so weiter. Ihr seht hier, der Heißluftballon, den finde ich spitze. Den feiere ich richtig, den Heißluftballon. Und ich bin auch froh, dass ich den jetzt gezogen habe, weil das kommt euch zugute. Ich bin am Ende auch mal gespannt, wie viele Petboxen ich jetzt kriegen werde, also wie viele Pets ich bekommen werde am Ende aus den Boxen. Ja. Okay. Ich glaube, das Ganze, was ich jetzt hier mache, ist auch kostenspieliger als diese Premium-Boxen. Weil, schaut mal, das sind ja 30.000 Bucks, sorry, ich verwechsel das mal. Das sind ja 30.000 Bucks. 10.000 Bucks kosten 4.600 Robux. Dementsprechend merkt ihr schon. Ihr merkt es, oder? Ihr merkt es, die Gewichtung passt da irgendwie nicht. Ich bin doch generell, hat die Preise zu hoch gemacht für die Bucks. Also wenn man die mit Robux kaufen will. Weil schaut mal, 10.000 Bucks für 4.600 Robux, das ist nicht gut. Weil wenn es doppelte XP-Wochenende gibt und ich damit mal mit 4 Accounts spiele, sag ich euch ganz ehrlich, dann habe ich an einem Wochenende, wenn ich mal aktiv spiele, locker meine 20.000 mir gespielt auf einem Account, also auf einen Account jeweils. Das heißt, am Ende von so einer doppelten XP-Wochenende gehen Dike und ich meistens mit Minimum 20.000 plus auf jedem Account raus. Das heißt, macht es mal auf 4 Accounts, ihr habt 80.000 Bucks auf einem Account. Deswegen finde ich dementsprechend die Bucks für 10.000, also 4.600 Robux zu kaufen, zu viel. Also da hätte Adobe vielleicht sich was Besseres einfallen lassen können. Das ist zu viel. Ich finde, da passt es doch nicht. Weil, schaut mal, ich könnte mir jetzt theoretisch das aufladen und dann sagen so, ja, okay, ich habe 10.000 Bucks, dann könnte ich mir mit 10.000 Bucks ja hier 30 Standardboxen kaufen. Aber ich könnte ja mit 4.600 Robux, könnte ich mir ja 46, ne? Ja, doch. 46, könnte ich mir 46 Premium-Boxen holen. Es lohnt, und bei den Premium-Boxen sind sogar ungewöhnlich und gewöhnlich raus, also fallen die raus. Das heißt, es macht doch mehr Sinn, dass man sich dann die Premium-Boxen holt. Aber vielleicht hat doch deswegen halt der Doc mir das auch gemacht. Also, vielleicht ist es marketingtechnisch doch nicht so undurchdacht. Sagen wir es mal so. Ich verstehe, Doc. Oh, ich habe es gar nicht gesehen, was ich bekommen habe. Ah, ein Heißluftballon anscheinend wieder. Schön, nehme ich an. Ach, glaubt ihr, wir kriegen Legendary Pets hier? Ich bin ehrlich, ich sehe da nicht so große Hoffnungen. Bin ich euch ganz ehrlich. Aber, ja, mal schauen. Oh, ich habe jetzt schon richtig viele geöffnet. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Einfach 108 Boxen öffnet heute Claudio für euch. Und warum auch so eine ungerade Zahl? Warum so eine ungerade Zahl, Claudio? Ich glaube, ich mache... Nee, ich glaube... Nee,
Ich glaube, ich werde das 100 Boxen nennen. Also. Ja, wobei, ich öffne schon alle, macht keinen Sinn. Ja, vielleicht schreibe ich auch nur 100 Boxen rein, weil 118 ist so eine komische Zahl. So. Wir gehen mal weg. So, wir öffnen weiter. Okay. Ja. Aber irgendwie gefällt es mir hier an dem Ort nicht. Aber das Problem ist, Freunde, es kamen auch schon eben Leute rein und die haben mich also nicht genervt, aber die kamen die ganze Zeit zu und wollten halt irgendwas for free haben. Und das hat halt genervt. Und deswegen wollte ich halt dann nicht in deren Nähe die Sachen öffnen, weil irgendwie, wenn man hier dann viele Sachen öffnet, kommen welche und sagen, ja, kann ich was für free haben? Und ich feiere das halt nicht. Wenn so Leute nach Sachen fragen. Also klar, wenn es höflich gefragt ist, dann ja. Wenn jemand sagt, ey, hast du vielleicht ein Bett, was du mir schenken kannst, denke ich mir auch, okay, guck mal, ist cool gefragt. Aber Leute kommen zu mir und sagen, hey, hast du was for free? Und bei dir merkst du so, die haben meistens auch noch so auffällige Skins, wo du denkst, ey, die sind nur zum Trollen da. Hier schon wieder dieselbe Person, die kommt jetzt wieder zu mir und die wird jetzt wahrscheinlich gleich fragen, hast du irgendwas for free? Schaut mal, ihr werdet es jetzt im Video sehen. Do you have Kompass? Ich schreibe jetzt mal rein. No, habe ich halt wirklich nicht. So. Wir öffnen weiter. Okay. Ich will auch gar nicht so viel euch, also ich springe auch immer direkt zu den Geschenken wieder, weil ich euch nicht zu viel zeigen will, weil ich am Ende das Ganze mir einfach angucken möchte. Klar, wenn ihr aufgepasst habt, werdet ihr es wahrscheinlich jetzt wissen, was ich alles hier bekomme, aber ihr könnt euch ja nicht alles merken. Ich meine, wir sind jetzt auch gleich bei der Hälfte angekommen, krass. Oder warte mal, wir sind genau jetzt bei der Hälfte angekommen, stimmt, 58, wir hatten 108. Wir haben 50 runtergezogen, krass. Wir haben 50 Boxen schon runtergezogen. Oh, noch ein Heißluftballon. Ey, das feiere ich aber richtig, dass wir jetzt nochmal den Heißluftballon haben. Das, wie gesagt, kommt euch zugute. Ich habe keine große Hoffnung, dass ich aus diesen Boxen tatsächlich irgendwie krasse Pets ziehen werde, weil das macht keinen Sinn. Die Chance ist einfach zu gering, weil ihr seht ja, ich kriege aus jeder Petbox kriege ich gefühlt ein Spielzeug. Das heißt, das, ja, wird nicht besser oder wird nicht anders laufen. Deswegen macht mir da nicht so viel Hoffnung. So, sondern wir öffnen einfach ganz normal, ganz geschmeidig weiter die Boxen. Ja, ich meine, das macht ja auch Spaß. Sagen wir es mal, sind wir mal ehrlich. Tutus, aber extrem selten. Voll gut. Richtig gut. Ich hätte aber gerne noch mehr von den vom Kompass, weil ja, der Kompass gefällt mir und der Piraten und gefällt mir schon. Vielleicht muss ich dann ja einen Kahn fragen, ganz ehrlich, aber ja, okay. Ich meine, die sind gut, die sind korrekt zu mir, die sind nett, meine Freunde. So, wir schauen mal. Okay. Boah, ich öffne wie am Fließband. Hilfe, es hört ja nicht auf. Heißluftballon extrem selten, es hört wirklich nicht auf. Noch ein Luftballon, richtig gut. ...47 haben wir noch. 30.000 Bucks sind gleich weg. Das ist heftig, Freunde. Das ist heftig, so. Ich meine, das sind die Experimente für euch, ne? Muss man sagen. Das ist auch ganz cool, glaube ich, für euch. Auf dem Account zum Beispiel zocke ich ja nicht so viel Adopt Me. Also ich, naja, wobei schon, kann man nicht ganz vergleichen. Auf dem bin ich auch schon online. Ich hätte das vielleicht mal auf einem komplett neuen Account mal machen müssen. Das Ganze testen müssen. Und dann, um dann zu schauen, wie meine Chance ist, Pets zu bekommen oder halt gute Sachen zu bekommen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, das Ganze ist halt wirklich zufällig einfach. Also ich glaube, Adopt Me guckt da gar nicht so, oh, spielt die Person viel Adopt Me und dann geben wir der wenig oder nicht. Ich glaube, das ist wirklich einfach das ist vollkommen willkürlich. Ja. I don't know, ich würde mir vielleicht manchmal mehr wünschen, dass man mehr Sachen bekommen würde. Aber gut, ist halt ein Zufallssystem, ne?
Wir haben noch kein Legendary Item gezogen. Wir haben schon über 60 Boxen geöffnet. Über 60 Boxen. Aber ich mache die Videos gerne, weil so müsst ihr kein Geld ausgeben oder so müsst ihr keine Bugs ausgeben, weil so könnt ihr euch das angucken und sagen, oh, okay, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das für mich nicht? Versteht ihr? Und ich kann euch jetzt schon mal als Tipp geben, wenn ihr, also als ersten Tipp würde ich euch auf jeden Fall geben, kauft euch niemals mit Robux Bugs in der DocMe. Nein, er spielt euch das Ganze nur. Wirklich, er spielt euch das Ganze nur, aber holt euch niemals mit Robux Bugs. Das lohnt sich einfach nicht. Wenn ihr euch aber jetzt entscheidet und sagt, ey Claudio, ich feiere das Event oder so und ihr euch denkt so, oh, soll ich mir jetzt die Premium-Boxen holen oder soll ich mir jetzt die Standard-Boxen holen, ihr aber Robux ausgeben wollt, weil ihr sowieso euch Bugs damit kaufen müsst, dann würde ich euch ganz klar als Empfehlung geben, kauft euch diese Premium-Boxen. Also wenn ihr mit den Robux euch Bugs kaufen wollt, dann kauft euch auf jeden Fall direkt die Premium-Boxen, weil die lohnen sich mehr. Aber an sich würde ich euch auch immer empfehlen, so spielt das Game for free, es ist for free da. Ihr müsst nicht aufladen, ladet nicht auf. Klar, wenn es euer Hobby ist und ihr euch sagt, oh komm, ein oder fünf Boxen oder so möchte ich öffnen. Klar, könnt ihr das gerne machen, aber macht das nicht zu oft, weil sowas kann schnell süchtig machen, Freunde. Das bin ich euch ganz ehrlich. Also es kann wirklich sehr, sehr schnell süchtig machen. Und ja, man kann sich denken, so, oh, ich brauche jetzt noch unbedingt das nächste Tier und das nächste Pad. Nein, braucht ihr gar nicht. Sondern spielt es einfach for free, macht doch Spaß. Ihr habt nichts zu verlieren. Passt doch alles. Okay. Ich glaube auch deshalb ist auch Adopt Me einer meiner Favorite Games momentan. Und das macht mir auch so Spaß, Adopt Me zu spielen, weil das Game einfach for free ist. Und man kann wirklich hier, wenn man richtig sich reinfuchst und reingrindet, kann man wirklich, wirklich gute Sachen kriegen. Weil ihr seht es ja bei mir, ich habe jetzt eigentlich nicht so ein krasses Inventar gehabt, aber durch Danja und Khan, weil die mir halt so diesen Mecha-Mio zur Verfügung gestellt haben, beide jeweils, also in Mega-Neon, konnte ich mir jetzt dadurch und plus meinen Pets, muss man sagen, plus meine Neon-Pets, die ich mir schon immer zu Neon gemacht habe, konnte ich mir halt so Top-10-Pets holen. Und ich finde es krass, dass ich jetzt einfach schon 3 Top-10-Pets aktiv in meinem Inventar besitzen würde. Eins habe ich ja dann ja geschenkt. Das heißt, ich habe jetzt nur noch 2 Top-10-Pets in meinem Inventar, aber das zeigt ja schon, wie heftig man, wenn man viel spielt, ja, an die Pets kommen kann. Das Ganze benötigt natürlich Zeit, also das ist sehr, sehr zeitintensiv, das bin ich euch ehrlich. Aber ja, ich zocke es halt gerne. Deshalb passt das auch. Aber was jetzt mir nicht passt, ist, dass ich jetzt nur noch 25 Boxen habe und ich habe immer noch kein Legendary Item gezogen. Boah, das tut richtig weh gerade. Das tut weh. Ich habe jetzt auch vor allem, ich sehe gerade 17 Minuten aufgenommen. Ich habe 17 Minuten schon fast durchgeredet. Das heißt, ich öffne ja die ganze Zeit. Ich mache ja fast gar keine Pause. Und ich ziehe einfach nichts. Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. Öffnen jetzt mal. Ja. Fly-Propeller, ist okay. So, ich guck mal jetzt hier. Da, die nächste Box. Ja, Heißluftballon ist okay. Ah, Heißluftballon ist richtig cool. Ich bin gerade gespannt, wie viele Heißluftballons ich habe. Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt. Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geguckt, aber ich glaube, so mehr als 5 habe ich schon. Das ist cool. 17 Boxen noch. Ich meine, für euch ist es cool, Freunde. Ihr seht jetzt ein Video, wo ich fast ohne Pause Boxen öffnen. Das heißt, für euch ist es, glaube ich, ganz cool, weil ihr euch denkt, oh, Boxen, Boxen, Boxen ohne Ende öffnen, ja. Aber ich denke mir so gerade, ich habe über 100 Boxen gerade geöffnet und habe nicht ein Legendary Item bekommen. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Ich hole mal kurz mein Handy raus. Wobei. Nee, ich zeig's euch mal gleich. Ich zeig's euch mal gleich, Freunde. Ich zeig's euch mal gleich. So. Tutu.
Nee. Also, ich sag schon, nee, ein Tutu ist gut, natürlich, ist extrem selten, sorry. Aber ich wollte halt das Legendary Pet haben. Jetzt haben wir die 100 Petboxen geöffnet, jetzt öffnen wir einfach nur weitere Petboxen, das heißt, krass. Wir sind mit den 100 Petboxen durch und ich zeige euch jetzt mal gleich was. Ich werde euch gleich eine Rechnung vorzeigen, woran ihr merken werdet, dass das schon hart ist. Also, boah, das ist schon echt heftig. Vor allem, ich habe jetzt einfach geskippt, ich habe nicht mal gesehen, was das zweite war. Ups. Ich bin schon so drin, dass ich einfach jetzt skippe, weil ich nicht mal sehe, was ich bekommen habe. So, ja, Spielzeuge. Noch 4 Stück, Freunde. Wir kommen zu den letzten 4 Boxen. Ja. 2 Items, das ist gut. Ich glaube auch immer so gegen Ende, wenn ihr merkt, so, oh, der hat nur noch 1, 2 Petboxen, dann geben die mir tatsächlich auch immer so 2 Gegenstände. Oh, nee, ist willkürlich. Ich dachte gerade, die würden mir jetzt wieder 2 Gegenstände für die Pets geben, aber nee, ihr habt es gerade gesehen, wieder 2 Spielzeuge. Das heißt, ist gar nicht. Ja, guck mal, wieder 2 Spielzeuge. Nee, das ist wirklich willkürlich. Wir kommen zum letzten. Ziehen wir im letzten ein Legendary Item oder Pets? Nope. So, ich zeige euch jetzt was. Eine Box kostet ja 300. Ich habe 100 Stück gehabt. Also wir runden jetzt mal ab. Ich habe jetzt 108 gehabt, aber wir machen mal auf 100. Ich habe 100 mir gekauft. Das heißt, eine kostet 300 mal 100 sind ja 30.000. So. 30.000 Bucks habe ich mir aber gespielt, habe ich mir nicht gekauft. 30.000 Bucks könntest du dir aber kaufen, indem du für 10.000 Bucks 4.600 ausgibst. Das heißt, 4.600 mal 3 sind 13.800. Ich guck mal kurz auf der Adopt-Me-Seite, was das so ungefähr kosten würde. 13.800 Robux würden, also 10.000 Robux kosten 120 Euro. 120 Euro. 120 Euro. Kosten 10.000 Bucks. Und die müsst ja dann nochmal 3.000 Bucks kaufen. Das heißt, ich sehe gerade, ey, ihr zahlt ungefähr 155 bis 160 Euro. Also ihr zahlt für 13.000 Bucks, zahlt ihr ungefähr 160 Euro. Das heißt, wenn ihr die Wahl habt zwischen diesen Premium-Boxen und diesen normalen Boxen, dann holt euch ganz klar diese Premium-Boxen. Also kauft euch niemals mit Robux Bucks in Adopt Me. Niemals, das lohnt sich einfach nicht. Weil schaut mal, ihr könntet euch jetzt, also ich müsste mir dann für 13.800 Robux müsste ich mir 30.000 Bucks erkaufen, nur um dann die Boxen zu holen. Ich hätte mir aber mit diesen 13.800 Robux, die ich hier habe, seht ihr, diese Robux, das sind ja Robux, die ich für 30.000 benötige, hätte ich mir einfach hier, das ist aber wiederum krass, dann hätte ich mir 138, ich hätte mir mit diesem Geld, also mit diesen 30.000 Bucks, hätte ich mir 138 Premium-Kisten kaufen können, wenn ich die Wahl hätte zwischen Robux und das. Also ich verstehe es schon, glaube ich. Ich verstehe es schon, oder? Ich verstehe es schon. Ich muss es nicht noch mehr ausführen. Ich verstehe es schon, glaube ich. Ich rede jetzt zu viel. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch denkt so, ey, ich kaufe mir beides mit Robux. Also wenn ihr euch bei beiden jetzt denkt, oh, ich kaufe mir jetzt beides mit Robux. Ich muss halt Robux aufladen, indem ich hier Bucks kaufe. Dann kauft euch direkt die Premium-Boxen. Die lohnen sich viel, 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 viel mehr. Weil bei denen sind zum Beispiel diese ganzen Spielzeuge nicht dabei. Bei diesen Premium-Boxen sind halt nur hier der Peitschenwurfanker, Feuerringpropeller und Heißluftballon dabei. Die sind wiederum nicht so cool, ich weiß, aber die lohnen sich mehr. Wir kommen jetzt aber zum Fazit. So. Wir haben trotzdem nichtsdestotrotz ein paar Sachen bekommen. Und zwar haben wir 45 Mal den Seal Pogo bekommen. 44 Mal die Erdnussfreund Kauk-Spielzeug, ja. Peitschenwurfanker 10 Mal. 15 Mal den Spielzeug, also die Spielzeughandschellen. Illusionäre Wurfhut, 23 Mal, hier Erdnussballon 19 Mal, Feuerringpropeller 9 Mal, dann haben wir hier beim Fahrzeug, oh, 8 Mal den Heißluftballon, komm, cool, 23 Mal die Zirkusschlittenschuhe, okay, 9 Mal die Sonnenbrille, 11 Mal den Tutu, und das war schon, Legendary haben wir ja gar nichts gezogen, das war's schon. Boah, okay, das ist richtig schwach. Das ist richtig schwach. Das heißt, wir haben sogar mehr die Prinzessinnen-Kapuziner-Items bekommen, die extrem selten sind als die anderen. Hä, wie traurig ist das denn? Das ist richtig traurig. Haben wir noch eine? Nee, ne? Nee.
Wie traurig ist das denn? Oh, ich habe auch keine Bugs mehr. Das heißt, ich muss mit dem anderen Account schon online kommen. Ihr merkt, auf dem Account bin ich jetzt echt pleite. Also wirklich, wirklich pleite, weil ich habe fast gar nichts mehr. Ihr merkt, ich bin dann wirklich auf diesem Account jetzt gerade richtig, richtig pleite. So, haben wir noch mehr? Wir haben noch zweimal Tutu, das ist gut. Weil auf dem anderen Account habe ich den noch einmal, das weiß ich. So, das heißt, wir müssen jetzt auf dem anderen Account online kommen, denn ich habe 15 Mal noch Spielzeughandschellen. Das sind 15, das sind genau 5 Mal den Häftlingskapuzinerhafen. Oh, Freunde, ich habe übertrieben. Ich habe diese Pets, die ich jetzt hier habe, ziemlich, ziemlich oft. Also, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe ein bisschen übertrieben. Freunde, ich habe gerade Dicke auch nochmal eine Nachricht geschrieben, dass ich jetzt mir unnötig diese ganzen Boxen gekauft habe, weil ich mir dachte, es läuft ab. Und er schreibt mir gerade, egal, lieber haben als brauchen. Ja, Dicke, ich weiß auch nicht, was ich zu dem sagen soll, aber er hat ja im Endeffekt recht, muss man sagen. Aber dieser Spruch, einfach lieber haben als brauchen, ist so lustig. Geil, wir holen uns jetzt den Häftlings-Kapuzineraffen noch 5 Mal. Das Gute ist, DK wird wahrscheinlich einfach von mir die Pets kriegen, wenn er die haben will. Aber wir schauen jetzt auch mal so. Wir haben jetzt aus 108 Standardboxen haben wir jetzt 5 Mal den Häftlingskapuzineraffen, 3 Mal den schicken Kapuzineraffen und 3 Mal den Prinzessinnen-Kapuzineraffen. Oh, der ist sogar... Lol, die Prinzessin... Ah, nee, die sind alle legendär, oder? Nee, stimmt gar nicht. Die sind gar nicht legendär. Hier, die beiden sind extrem selten und der Prinzessinnen-Kapuzineraffen ist legendär. Das heißt, och, ich bin so ein Holzkopf. Der ist ja legendär. Es gibt ja 3 legendäre Pets. Hä? Und ich habe jetzt einfach mal die Prinzessin, den Kapuzineraffen, auch der legendär ist, so oft gezogen wie den Chicken Kapuzineraffen. Krass. Das ist wiederum komisch. Bin ich euch ganz ehrlich, das ist komisch. Weil dieses Item ist ja nur selten und das ist extrem selten. Egal, fragt mich nicht, Freunde. Freunde, wie hat euch das Experiment gefallen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gerade 100 Boxen geöffnet. 100. Ich habe jetzt auch zu viel von diesen ganzen Pets, bin ich euch ganz ehrlich. Das war jetzt auch ein bisschen Fail von mir. Ich habe ein bisschen zu viel, ich habe zu viele Boxen geöffnet. Ich habe auch Offstream noch Boxen geöffnet. Das heißt, ich habe jetzt in meinem Main-Account richtig, richtig viele solche Affen. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Freunde, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.